Nicht nachlesen konnte man Mamabos Leserbriefe zum Grass-Gedicht. Die Lübecker Nachrichten haben sie mal wieder unterdrückt bzw. wegzensiert. Dank Radio Bad Segeberg und den Wellen vom offenen Kanal Lübeck können sie sie aber dennoch hören, und das jetzt. Was gesagt werden muss. Gott sei Dank, endlich ein Mensch mit Stimme und Tinte, der sagt, was Sache ist im Israel-Iran-Konflikt. In seinem Gedicht verschweigt Grass nicht die Probleme im Iran. Er verschweigt auch nicht seine eigene Schuld und die des deutschen Volkes. Doch erstmals benennt darin ein großer Deutscher auch die Probleme, die Israels derzeitige Politik dem Weltfrieden macht. Warum kann das in Deutschland nicht sachlich diskutiert werden? Weil für Israel nicht gilt, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu? Anmerkung: Udo Steinbach nennt das doppelte Standards. Gerade diese führe der Iran bei seiner Klage über Israel ins Feld. Was noch gesagt werden muss: Hut ab vor den Lübecker Nachrichten. Nachdem fast die ganze Welt ruft, steinigt ihn, und Günter Grass damit meint, wagten es die Lübecker Nachrichten am 6. April gleich mehrere Grass zustimmende Leserbriefe zu veröffentlichen. Unzensiert. Dazu gehört Mut, insbesondere wenn auf derselben Seite der eigene Kommentator noch in dasselbe kapitalistisch mainstreamte Protesthorn dröhnt. Wer ist da uneinsichtig? We love Israel und Iran, und darum wollen wir keinen Krieg. Das hat Günter Grass gemeint. Kann oder will die Polit- und Presseelite das nicht verstehen?